Und damit willkommen zum zweiten Part von Super Mario Bros. Wonder. Heute sind wir hier in dieser Welt unterwegs und mir wurde gerade, als ich das Spiel gestartet habe, angezeigt, dass das anscheinend immer noch die erste Welt ist. Finde ich sehr, sehr interessant, dass jetzt eine Welt aus mehreren Bereichen bestehen kann. Oh, eine Münze. Cool. Und ich sehe jetzt hier gerade auch unten rechts ein paar Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich R drücke, komme ich hier zu diesen Orden, die wir ja jetzt frisch bekommen haben, beziehungsweise einen Orden, die Fallschirmmütze, die haben wir im letzten Part am Ende noch ausprobiert. Die haben wir auch aktuell angelegt. Und da können wir noch weitere Orden sammeln mit der Zeit, worauf ich mich sehr dolle freue. Dann L kann ich... Okay, das sind die Level, die ich bisher gemacht habe, glaube ich. Irgendwie so. Warum nichts wie hinterher? Warum? Achso, weil ich die Fahnenstangenspitze da nicht erreicht habe. Kann das sein? Zählt das zu den 100%? Ich hoffe. Hier habe ich einen Haken hinter. Aber hier nicht. Warum das? Das weiß ich auch nicht. Aber okay, okay. Und jetzt sind wir hier. Ja, das ist alles Welt 1 Röhrenfelswiese. Okay, krass. Sehr, sehr schön. Ja, und dann können wir uns jetzt ein Level aussuchen. Wir machen einfach mal hier einen Galopterus. Hält gar nichts auf. Ja, los. Ich habe jetzt auch Mario ausgewählt. Im letzten Part haben wir Luigi genommen. Und ich habe mir so überlegt, in jedem Part erstmal einen anderen Charakter zu nehmen. Und heute, wie gesagt, Mario. Und mit R kann ich jetzt hier auch schön schweben. Okay, nice. Kann ich dich auch dann besiegen? Nein, kann ich so nicht. Aber kann ich hier mit... Nein, 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 nein. Okay, das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber, guck mal, ich krieg hier eine Feuerblume. Sehr, sehr schön. Jetzt darf Mario auch mal. Und damit kann ich ihn auch schauen mal und dich hier auch wegmachen. Schön, wie was es hier alles für andere neue Gegner gibt und so. Sehr, sehr cool. Ja, ja, geht so. So, holen wir uns mal hier da. Okay. Münzen, yay. Und da unten ist direkt eine 10er-Münze, die ich haben möchte. Wie komme ich an die am besten ran? Ah. Okay. Hä? Okay, okay, okay. Dann ist das hier schon mal unten und ich brauche wieder so einen Rambock. Genau hier. Sehr schön. Und jetzt machen wir dich mal kurz weg. Nice. So, die erste 10er Münze haben wir. Das ist sehr, sehr schön. Wow, der kommt ja aus seinen Schneckenhäuschen dann raus. Ist ja interessant. Oh, es gibt hier so viel zu entdecken. Der erste Part, den ich gestern aufgenommen habe... Der hat auch schon so viel Spaß gemacht und am liebsten hätte ich weitergezockt, aber ich konnte nicht. Ich hatte keine Zeit mehr. Aber heute habe ich schön Zeit. Heute ist nämlich Samstag und dieser Part kommt am Sonntag raus. Also, da habe ich jetzt schön Zeit hier zu zocken und ich freue mich. Ich freue mich, dieses wunderbare Spiel zu zocken und ja, alles zu erleben. Alles Neue. Mal bisher auch jedes Level hier wirklich einzigartig ist und wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Da ist doch eine lila Münze, die ich haben möchte. Kann ich dich mit einer Stampfattacke? Nein, kann ich nicht. Mach dich mal kurz weg. Genau. Ich möchte an die lila Münze da unten rankommen. Das heißt, ich muss dich mal kurz hierher locken. Genau. Tschüss. Bye, bye. Und die lila Münze habe ich auch. Nice. 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 Checkpoint. Auch gut. Okay, da sind jetzt. Aha. Oh. Du hast das weggemacht, das ist aber nett. Eine Feuerblume habe ich eh auf Reserve. Bisher habe ich Reserve-Dings noch nicht gebraucht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel generell auch ein schwieriges Spiel werden wird. Okay, was seid denn ihr für Dinger? Kann ich auf euch rauf? Das war jetzt nicht so geplant. Stimmt was nicht. Hier stimmt wirklich das nicht. Vielleicht mit der Wunderblume. Neben Level gibt es ja, haben wir ja jetzt auch schon so mitbekommen, eine Wunderblume. Daher muss es auch hier eine... geben? Ist das cool? Ist das cool? Okay, nice. Nice. So, diese komischen Schneckenhäuser wieder. Erinnert mich an Koopas. Also, wie macht man das jetzt? Da hättest du in die andere Richtung fallen müssen, wahrscheinlich. Okay. Ich hoffe mal, die kleinen lila Münzen zählen nicht zu den 100%. Das wäre ein bisschen belastend. So, du hier. Komm mal her. Komm mal her, Großer. Rosa? Wie kann ich denn den am besten runterlocken? Ja, stimmt, ich habe ja meine Mütze. Nein, eigentlich wollte ich nicht, dass du in diese Richtung gehst. Komm mal her, komm mal her. Genau, in diese Richtung hier. Okay, ich habe jetzt irgendwie die lila Münze bekommen. Das war gar nicht so geplant. Okay, du bist schon mal hier. Das finde ich sehr, sehr schön.
Und dann kommst du nochmal hierher zu mir. Genau, genau, genau. So, so machen wir es. So machen. Ah, du springst ja da drüber. Das fand ich jetzt so frech. Oh, ich habe die lila Münze. Okay, ich nehme mal jetzt A. A gedrückt halten, okay. Und dann kriege ich hier die Feuerblume. Nice. So, wie gesagt, da kann ich jetzt nichts mit dir machen. Aber warte, was ich auch noch ausprobieren wollte. Kann ich auch auf dich drauf... Ja! Okay. So hätte ich auf jeden Fall die andere lila Münze auch kriegen können. Diese 10er lila Münze. Ne, die einzelne. Die einzelne, die da war. Okay, schön. Ich habe einen Wundersamen ausgelassen. Ja, genau, die Wunderblume. Hä? Okay, das muss ich jetzt nochmal machen. Da fehlt ja was. Wo war die Wunderblume? Richtig. Okay, krass. Ich guck mich mal ein bisschen um. Okay, dieses Ding war ja immer noch merkwürdig. Hat das mit euch irgendwie was zu tun? Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, hier stimmt was ganz und gar nicht. Warte, was passiert jetzt? Jetzt passiert da trotzdem nichts. Was seid denn ihr? Na toll. Was bist... Was seid ihr für Dinger überhaupt? Kann ich mit euch irgendwie das hier kaputt machen? Ich dachte, ich krieg dann später die Wunderblume und dann wird sich das hier irgendwie öffnen. Aber ich habe fast die Vermutung, dass da die Wunderblume hinter ist. Wow. Oh. Das war jetzt ein Glück. Wow. Das ist jetzt problematisch. Ich muss hier weg. Okay, krass. Nee, das kann ich nicht machen. Nicht so gut. Ich muss einfach weg. Ich habe ja alles andere gesammelt. Und übrigens, die normalen lila Münzen, die es gibt, die spawnen wieder. Also, die zählen nicht so in 100%. Die 10er lila Münzen, die wären so durchsichtig. Aber die normalen lila Münzen... Nicht. Und ich habe wieder den Wundersamen nicht bekommen. Heißt das, ich muss vielleicht eine Minute... Achso. Na toll. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Der ist euch hier irgendwie... Das ist doch nicht wahr. Aber jetzt dich hier auf dich irgendwie drauf. Genau. Dann machst du dich das hier weg. Und was muss ich jetzt machen? Einfach eine Minute durchhalten? Oder was muss ich jetzt hier machen? Ich weiß es nicht. Ah. Warte mal. Oh, eine Feuerblume. Das ist mega gut. Ich glaube, ich muss einfach die Minute durchhalten irgendwie. Kann das sein? Hä? Ich kapiere das nicht. Ich kapiere das gerade nicht. Ist die Wunderblume wenigstens jetzt noch da oder muss ich Level... Ich muss Level neu starten. Na toll. Ah, ich bin endlich auf dich drauf gelandet. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung. Das war jetzt die falsche Richtung. Ich laufe mal kurz weg und laufe wieder dorthin. In der Hoffnung, dass er wieder da ist. Er ist nicht wieder da. Also ist, glaube ich, nicht das Problem. Guck mal, hier ist er. Hier ist er jetzt. Oh nein, ich muss auf ihn rauf. Ich muss irgendwie... Nee, muss ich eigentlich nicht. Ich muss eigentlich nicht auf ihn rauf. So, was muss ich jetzt beginnen? Also, ich verstehe es halt immer noch nicht. Wir laufen einfach mal weiter. Warte, vielleicht... Vielleicht hier einfach auf dich hier drauf? Ja, ich muss auf den da drauf. Dann kann ich hier... Ah, okay. Ja, okay, okay. Das war doof. Aber okay, jetzt habe ich es wenigstens kapiert. Okay. Und hier wird es wahrscheinlich... Hier hinter dann den Wundersamen oder so gehen. Weil das ist jetzt ein Teil des Levels, was ich noch nicht kenne. Okay. Nein. Und hier ist der Wundersamen. Der Wundersamen. Den haben wir jetzt. Wow, war das eine schwere Geburt. Weil ich es nicht ganz so kapiert habe. Secret Exit. Stimmt. Wir haben ja den normalen Exit kaputt gemacht. Wie lange es dauert, bis wir unten sind? Und dann noch ein Wundersamen. Wir haben so einen dritten Wundersamen jetzt bekommen. Stimmt, ich habe gar nicht mehr an Secret Exits gedacht, dass die auch noch existieren können. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Weil letztendlich ist das ja eine offene Welt. Ach so. Da passiert jetzt in der Oberwelt nichts. Ich hoffe, ich habe bisher keinen Secret Exit ausgelassen. Aber es kann natürlich möglich sein. Gut, machen wir erstmal weiter mit Roffel. Ja, machen wir ruhig hier. Drückt erstmal weiter. Genau. Wir haben nur dieses eine Abzeichen. Also, ja.
Dich kennt man auch schon irgendwie aus dem Trailer. Oh. Ach ja, ja, genau, so, so, genau, richtig. So, Benjamin Mario haben wir. Und dann können wir jetzt auf dich draufspringen, um hier hochzukommen. Sehr, sehr schön. Weg mit dir, weg mit dir. Kann ich auch hier irgendwie? Ja, sehr schön. Haha. Nice, nice, nice. So, warte, kurz. So, jetzt hier. Nice, one up. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Ja, komm, holen wir uns nochmal so ein Elefantendings. Ah, mit Peach hätten wir hier jetzt noch was Besonderes kriegen können. Ich weiß nicht, was man da genau kriegt, aber... Oder ist das Daisy? Nee, ich glaube, es ist Peach. Wir hatten ja sowas mal mit Mario. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Level das war, sonst hätte ich da gerne nochmal nachgucken können. Oh, schön. Oh! Okay, das war überraschend jetzt. Ja, hallo. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle Elefanten oder Nilpferde, das sind ja Nilpferde, anzudingsen. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ich brauche den Koopa-Panzer, ich brauche den Koopa-Panzer. Oh, hier ist eine 10er Münze und ich hätte ihn trotzdem für einen P-Switch zumindest. Ach, guck mal, da ist der Koopa-Panzer wieder. Nein, 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 nein. Kommst du wieder zurück? Natürlich kommst du nicht zurück. Ich möchte wissen, wie hier die blauen Münzen sind. Daher gehen wir nochmal weg und gehen dann nochmal hin. So, jetzt Y gedrückt halten. Und jetzt aber. Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Nice. Und dann sind wir bei der Halbzeitflagge. Ich gucke kurz, ob wir nichts ausgelassen haben. Wir haben nichts ausgelassen. Sehr, sehr schön. Dann können wir direkt weitermachen. Hier sollte es doch hoffentlich wieder ein Elefanten-Outfit geben. Ja. Yep. Aber ich denke mal, das Spiel wird auch wirklich schön schwer. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil wir jetzt hier doch schon hier und da ein paar Probleme hatten jetzt. Aber ich bin noch nicht ein einziges Mal gestorben. Obwohl es zeitweise doch ein bisschen knapp war, gerade als ich da mit der Wunderblume so Probleme hatte, sag ich mal. So, jetzt wollen wir das erstmal kurz holen. Und bam. Hier haben wir nochmal ein Elefanten-Outfit, wieder Münze und so weiter und so fort. Nice. Nehmen wir, nehmen wir. Dann hier mal kurz den Rüssel betanken. Und die Blumen gießen. Gerade hier diese Blume ist dann doch ganz schön wichtig. Nochmal kurz neu betanken. Wie machen wir das da oben? Wie komme ich da oben hin? Nee, so schon mal. Warum ist der Koopa wieder am Leben? Mann! Was, kann ich den nach oben schmeißen? Ja, ich kann den nach oben schmeißen. So wie früher in... Oh, wo ging denn das auch? War das in Super Mario Bros. 2, wo das ging? Kann sein, dass es in Super Mario Bros. 2 war. Aber ich komme trotzdem jetzt da nicht mehr so richtig hin. Ach, der Koopa ist schon wieder am Leben. Ich hasse es. Ich möchte natürlich hier hin. Nur um zu wissen, was er da sagt. Oh, eine 10er Münze als Belohnung. Und dann haben wir sogar alle 10er Münzen geholt. Sehr, sehr schön. Wow. Okay, ich krieg da wenigstens keinen Schaden. Das ist aber nett. Das ist nett, das ist nett. So, was ist jetzt hier? Die Wunderblume fehlt noch. Da ist die Wunderblume. Was ist dieses Mal? Wow. Okay, hier darf ich mich wohl nicht zerquetschen lassen. Würde ich mal schätzen. Oh ja. Da ist der Wundersamen. Der Wundersamen ist da. Und ich habe noch 50 Sekunden Zeit, den zu bekommen. Sehr schön. Okay, nice. Hier, bam. Und hier. Komm du mal zur anderen Seite. Ja, du kannst mal kurz drehen, dass ich natürlich die Fahnenspitze erreiche. Falls hier schon... Ja, genau. Sehr schön. Weil ich weiß halt nicht, ob die Fahnenspitzen zu 100% zählen. Keine Ahnung. Wäre ja lieber machen. Auch ein sehr schönes Level. Also wirklich, wirklich bisher richtig klasse. Sehr, sehr schön. Vor allem die ganzen neuen Ideen. Das ist immer das, was man sich erhofft hat. So, okay, da ist so ein Ding. Okay. Ah, du hast also einige Wundersamen gesammelt. Die können wir uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich die gewundene Pflanze befindet. Machen wir, machen wir. So, was ist das jetzt hier? Verschnaufspause, Wundermarkenmusik. Ah, da kann ich doch... Kann ich da diese Dinger abzeichnen kriegen? Oder wie ist das? Dann 100 Münzen, du hältst einen One-Up. Diesmal schafft ihr einen weiteren Versuch. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier für ein Abzeichen. Und hier Mario World Musik ist das. Oder Yoshi's Island? Irgendwie so. Auf jeden Fall mega cool.
Warte, jetzt sehe ich das erst im Hintergrund. Dass das auch eine Tonleiter hier ist. Okay, cool. Dann habe ich den Wundersamen erhalten. Okay, aber Abzeichen habe ich dadurch jetzt nicht bekommen. Oder kriege ich den jetzt doch? Nee, ich habe nur den einen. Ich habe nur den einen. Ich mache mal das Ding hier auch noch. Verstaubsmasse immer geradeaus. Und hier gibt es auch noch was. Reiß zusammen, gibt es hier auch noch etwas? Immer geradeaus. Wir machen einfach jetzt immer geradeaus. Genau. Ich bin gespannt. Ach du Heilige. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Schnappt jetzt so den Wundersamen. Okay, so, sowas. Like Mario Maker. Achso. Das war jetzt noch verdammt einfach. Aber ich glaube, davon wird es auf jeden Fall nochmal schwierigere Versionen geben. Bin ich mir schon sehr, sehr sicher. So, was ist mit dir hier? Willkommen! Kann man bei dir Abzeichen kaufen? Wir kaufen alles, wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt wird mit Blumenmünzen. Ah, dafür sind die Münzen da. Und hier kann ich Belohnungsmünze erhalten für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Das ist ein Abzeichen. Wir kriegen einen Wundersamen für 100. Wunderpilz, Wunderpilz, Paket. Und Zufallsaufsteller. Du hältst einen zufälligen. Okay. Das hier ist wahrscheinlich so wie in Super Mario Odyssey, dass man sich bei jedem Laden einen Wundersamen holen kann. Daher kaufen wir uns den auf jeden Fall. Und das holen wir uns auf jeden Fall auch. Obwohl ich das jetzt wahrscheinlich. Ja, ich kann es für ein Level mal anlegen, wahrscheinlich. Ja doch, das könnte ich zum Beispiel machen. Wollen wir ein anderes ans Abzeichen? Genau, ich lege es für jetzt mal an, um euch das einfach mal für ein Level lang zu zeigen. Aber ich finde das noch ein bisschen sinnvoller als das andere. Und ich kann ja immer nur ein Abzeichen anlegen. So, reiß zusammen. Achso, das ist mit online und so. Ja gut, das will ich jetzt nicht unbedingt noch machen. Wir machen jetzt hier weiter. Dieses Level hier. Das kann ich mit 10... Wundersamen freischalten. Und wir haben 14 aktuell. Ich glaube, 14 Münzen brauche ich dafür auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall über Stock und Stein. Wicklerinnen. Okay. Nice. So, wie gesagt, das Abzeichen lasse ich jetzt dran. Um euch das jetzt in dieses Level zu zeigen. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Erreicht das Ziel vor dem Rennwickler. Was? Okay. Wie cool ist das bitte? Wie cool ist das? Oh, da hätte ich oben lang laufen müssen. Egal. Natürlich muss ich hier wahrscheinlich auch die 10er-Münze und so sammeln. Aber ist nicht so schlimm. Das kriegen wir vielleicht hin. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, da müsste ich umdrehen für. Das machen wir jetzt nicht. Ah ja, ich habe ja nicht mehr mein Hutabzeichen. Fällt mir gerade auf. Wo kommt die lila Münze? Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Aber er muss auch einen anderen Weg gehen. Er muss auch einen anderen Weg gehen. Da kommt eine hier lila Münze. Normale Münzen? Oh, du hier. Okay. Nein! Nein, was machst du denn, Mario? Was? Da kann ich anscheinend da oben lang? Okay. Bis jetzt sind wir trotzdem gut in der Zeit, weil es halt noch sehr, sehr einfach ist. Das ist eine Röhre, ich weiß nicht, ob die was zu sagen. Wir haben noch keine einzige lila, also 10er lila Münze. Aber vielleicht gibt es hier auch keine. Es gibt auf jeden Fall einen Wundersamen, das ist doch schon mal schön. Es gab auch keine Wunderblume. Ich hoffe, das Level ist zu 100% abgeschlossen jetzt. Auf jeden Fall können wir weitergehen. Okay, was ist mit dir? Großartig, wir haben einen Wicklerin gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wickler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatisierter Superpilz-Abzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn dein Level beginnst. Okay, das ist cool. Möchtest du es gleich verwenden? Später. Weil wir haben das andere Abzeichen jetzt so gut wie gar nicht verwenden können. Und dadurch will ich im nächsten Part dann das andere Abzeichen, was wir jetzt angelegt haben, nochmal hier richtig verwenden. Das muss dann sein. Genau. Gut. Der Part ist hier vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin. Wir sehen uns im dritten Part. Und tschüss.